Wir sind wieder da, es sind noch 442 Tickets. Ich denke mal, diesmal könnten wir es echt schaffen. Springe los und hab so einen Soflam in der Hand, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Und die liegen nur da hinten rum. Ja, das war's. Skilled, oder? Low, so richtig low. Ich komme nicht weg, weil ich tapfer geblockt werde. Wow. Das war mal eine sehr nette Kill-Serie. Zwar wieder Ladylike mit einer 320, aber was soll's. Ich würde mal schätzen, das wird, so wie hier auf Metro, später in Close Quarters nicht anders aussehen. Mit ein paar weniger Leuten. Da wird sich irgendwer, wird sich da sein MG schnappen, wird sich dann in irgendeine Ecke legen oder mit dem Zweibein das Ding auf einer Kiste aufbauen. Ja, und dann wird gesessen die Runde. Ja, so. Doktor für Kills, warum wird immer mehr machen? Die müssen aber unbedingt nochmal einen Hotfix bringen, dass diese Granaten wieder abgeschwächt werden. Das macht auch so überhaupt keinen Fun. Ne? Ja gut, ich meine jetzt auf Nicht-Metro-Servern. Das ist auch nicht ganz so stark. Du musst ihn doch schon recht gut treffen. Der Epox. 5310 hat er. Naja, da komme ich ja bald noch dran mit den Kills. Ja, doch nicht ganz. Er sitzt in der Ecke. Am Kühlschrank. So, weg ist er. Mein Leben gegeben für einen anderen. Ah, ich krieg's sogar zurück. Nice. Ah, das ist immer das Schlimmste. Vor allem mit den M320, da hattest du noch so ein bisschen Schutz vorne an der Rolltreppe. Und jetzt, wenn du da stehst, dann muss eine Granate nur ganz entfernt in deiner Nähe liegen. Du kriegst das Ding volles Rohr ab. Ganz entfernt in deiner Nähe. Der war gut. Echt, hab ich gesagt? Das tut mir leid. Ja, ich weiß nicht. Ich hab irgendwie so ein paar Texthänger gerade. Das liegt an dieser massiven Konzentration für dieses Spiel. Ja. Ja. Granate werfen, weglaufen. Granate werfen, weglaufen. Nee, du gar nicht weglaufen. Stehen, Granate werfen. Stehen, Granate werfen. Ja, wenn ich das in der Treppe unten machen würde, wäre ich nach Stehen tot. Ja, oh, Epox. Hoffentlich ist die Granate durchgekommen. Sieht nicht so aus. Also irgendwie ist hier alles dicht mit Smoke. Ja. Er versucht ständig wieder, dass er hier hoch. Ich wurde von jemandem umgebracht, Suppenschüssel 3. Also. Wie kommen diese Leute immer auf diese Nicknames? Oh! Oh! Multikill! Oh! 6 Leute mit der Nade. Granaten mal drinnen? Nee. Also Sprengen mal drinnen? Nee, hab ich besser. Ich warte noch auf den einen Kerl, wenn ich auf ihn treffe. Ja. Steuererklärung 1.11. Mehr Killhilfe. Au!
Na, Lichter schon wieder. Natürlich Lichter. Aber da haben wir ihn. Läh, die Katze. Ihr Killbonus. Also diesen Kaswis. So, jetzt wird er gelegt. Komm. Wo Lichter. Verschenk. Ha, da war die Rache an der Suppenschüssel. Ich könnte auch sagen, ich bin der Oliver Twist des Battlefield. Ich krieg ja gar nichts gebacken gerade, gell? Ich versuche nur mal da runterzukommen, ist zwar wahrscheinlich ein totales Selbstmord, aber. Komm einmal. Nein! Haha, bin unten drin! Ja, okay, ich hätte mal bei der anderen Tür bleiben sollen. Aber wenn schon erschossen werden, dann mit einer Usas. Kamikaze 1 super. Also ich weiß nicht, von wo ich ständig erschossen werde. Auf Metro bleibt ja eigentlich auch mittlerweile nicht mehr viel mehr übrig, als irgendwo zu stehen und Handgranaten zu schmeißen. Bumm, genau so. So was, ich glaube, ich mache noch mal ein paar Pünktchen, indem ich hier einfach mal ein Pack hinschmeiße. Wir wollen unser Team supporten. Und mit deinem Punktestand. Ich wollte gerade sagen, du willst deinen Punktestand supporten. Du sagst, oh Mann. Die Blocks hier sind echt ein Traum. Ach. Rätsel sind noch besser. Ah, die Nate hat mich noch fixt. Verabschied mich aber nach der Runde mal kurz. Ich mach mal dann erstmal was zu essen. Ja, alles klar. Pech hängen, ich weiß zwar nicht von wo, aber. Du bist wie der andere Strahlsunder. Der kann auch Pechenek nicht aussprechen, das ist auch immer Pecheng. Ja, das sind alles Franzosen. Nennen wir es Pecheng. Pecheng. Pecheng, Bang Bang oder was? Da hatte ich ein gutes Lied. Ja, ja, genau, auf der Fahrt. Ich glaube, das Original war damals von Nancy Sinatra. I shoot you down, Bang Bang. Glaube, aber das wir geben uns heutzutage schon mit einer Piff-Puff zufrieden. Eine Gampam-Radation 45. Ja, also mit Piff-Puff habe ich schon einige Kills. Eigentlich weiß gar nicht, was ich hier gerade mache, ehrlich gesagt. Gar nicht, warum ich wieder mit dem 320 hier rumrenne. Hatte ich das nicht mehr vor nach 1000 Kills. Hauptsache sind natürlich beides Headshots. Er kommt aber mit der SKS hoch. Auf der ganz linken Rolltreppe sitzt einer. Man kann es mal probieren. Ja, man schafft sogar. Oh. Ach, lauf die Rolltreppe hoch. Ich hab noch 200 Schuss. Oder auch nicht. Ei, ei, ei. Von wo bin ich denn hier als unter Feuer?
Yay, Gegner eliminiert. Mann, weil der Nate hat ja auch gerade ein. Für den Nate. Das gibt's doch nicht, von wo werde ich denn da alles beschossen? Noch ein! Diejenigen, die sich das Video gerade angucken, werden sich wahrscheinlich denken. Der ist wieder ganz hinten, du Pfeife. Aber. Nimm dies! Und jenes! Noch etwas davon! Und diverses anderes! Du Schurke! Er sitzt da schon wieder links. Ey. Jetzt ist er down. Gott, eine. Hier, komm schon. Ich stehe hinter und werfe Granaten. Also ich glaube, so manche Spieler auf dem Server hier, die haben Gicht im Arm. Weil immer wenn die Granaten werfen, die platzen nie direkt vor den Füßen, obwohl ich ganz oben an der Rolltreppe stehe. Wo ich damit überhaupt nichts anfangen kann. Oh je. Doch wieder nicht durch. Ich hab nicht mal einen Nate. Muss man nur blind Nades werfen. Oh ja, Traum, Traumwiederbelebung. Oh. Billy Day Katze. Hat mich auch. Wahrscheinlich mit der gleichen Kugel auch noch. Nur da hinten am Stehen. Die Tickets sollen und ich hab Hunger. Hatte ich eine Traumposition und habe sie nicht verwandelt. Aber gut.
So, hier denke ich auch mal echt, dass das einfach die Zukunft von Metro ist, was das Spiel echt mal ein bisschen lockern könnte. Das ist ja der Hammer. Weil jetzt wird hier zugesmoked und das gibt halt dem Gegner wirklich Gelegenheit, mal ein bisschen zu rushen. Also. Naja. Ich finde, so funktioniert das Spiel auch irgendwann. Also hier nur dieses an der Rolltreppe zergen, das ist ja langweilig. Hier mal. Mit 62-0. Ja. Bei den Gegnern einer. Na gut, aber 0 heißt nicht nur immer gestorben, sondern 0 heißt nur, dass das auch wiederbelebt wurde, dass bei ihm 0 steht. Und das ist der so, die Zeit von dem Finn. Die Zeit von dem Part ist jetzt auch schon wieder rum. Ich werde einfach mal einen Moment überziehen. 50 Tickets sollten es noch reichen. Was, 60-0? Hat hier einer 60-0? Dabei 61-0 bei den Gegnern. Ist aber ziemlich im Mittelfeld. Das hat halt auch überhaupt absolut keine Stat-Relevanz, ne? Also ich sehe es ja auch die ganze Zeit, der Gegner ist ja trotzdem ziemlich überfordert, wenn wir die wirklich mal überrennen. So, ich denke, jetzt haben wir gleich gewonnen. Schauen wir noch einen Kill. Wünsch mir Glück. Leider nein. So, das war's für diese Runde. Ich danke euch fürs Zuschauen. Nächstes Let's Play folgt zugleich.